Hallo Freunde, was geht's? Ich bin wieder euer Nisi am Start. Wieder mit meinem hauptsächlichen, eigentlichen geilen Spiel Watch Dogs 2. Das Spiel macht einfach unheimlich Bock, es zu zocken. Und darum geht es auch heute, denn ich habe für euch drei Beispiele, drei Sachen herausgesucht, warum ich Watch Dogs 2 spiele. Aber jetzt geht's erstmal los mit dem Intro. Geil! So Leute, jetzt bin ich wieder am Start. Der erste Grund, warum ich Watch Dogs 2 eigentlich spiele, ist eigentlich die hauptsächliche Story. Es geht nämlich darum, dass der Markus, dieser Charakter, den ich jetzt gerade eben spiele, ein Hacker ist und der einfach mit seinen Kollegen einfach San Francisco hacken möchte und einfach nur zeigen möchte, dass Bloom, was ihr in meinem ersten Miss auch sehen könnt, einfach Arschlöcher sind und ja, ich den einfach zeigen. Natürlich gibt es auch noch andere Sachen, aber die erfahrt ihr einfach während meinen Livestreams, die wahrscheinlich, also Ferien kommen sie wahrscheinlich jeden Tag in den Ferien und auch am Wochenende. Unter der Woche muss ich halt nochmal schauen, wann es funktioniert. Aber es wäre auf jeden Fall auch geil, wenn ihr dabei seid und ja. Den ersten Punkt habe ich hier schon genannt, weil es mir einfach Bock macht, die Story einfach zu spielen. So Freunde, der zweite Grund ist, weil ich dem Spiel machen kann, was ich eigentlich will. Das ist eigentlich so wie GTA, nur halt anders. Ich finde, die Grafik ist irgendwie besser. Es macht mir persönlich auch irgendwie mehr Bock zu zocken. Ich habe GTA bei Kollegen auch schon mal gezockt. Es Watch Dogs 2 gefällt mir einfach mehr. Es ist halt eben einfach so, jeder hat halt eben einfach seine Meinung. Aber es ist halt eben einfach so und ja, das Geile ist, da ich nämlich wieder sozusagen fast machen kann, was ich möchte, ist sozusagen, in den Livestreams könnt ihr mir einfach reinschreiben, was ich machen soll, welche Mission ich machen soll, denn ihr seid ja live dabei. Ja, kommen wir jetzt nun zum dritten Punkt. Der dritte Punkt ist ein Punkt, der, naja, was soll ich sagen, etwas anders ist. Denn, wie ihr wahrscheinlich wisst, wenn ihr mich verfolgt, ist dieses Spiel Watch Dogs 2 ab 18. Ich bin, wie man wahrscheinlich bei meiner Stimme hören kann und auch in meinen Livestreams auch sehen kann, noch nicht volljährig. Das heißt, ich bin noch keine 18 Jahre. Meine Mutter ist aber so nett und hat mir das Spiel einfach gekauft. Dabei gehen nochmal Grüße raus an meine korrekte Mutter, Leute. Wenn ihr auch so eine korrekte Mutter habt, dann lasst diesem Video einfach mal ein Like da. Ja, geil, ne? So. Ich spiele dieses Spiel auch hauptsächlich darum, weil manche Jugendliche oder manche Kinder dieses Spiel einfach nicht spielen dürfen, weil die Mutter einfach sagt, dass mein Sohn darf und soll dieses Spiel einfach nicht spielen. Was der Sohn auch einfach akzeptieren soll und muss. Wenn er volljährig ist, kann er das Spiel ja auch spielen. Das kann ihm ja keiner irgendwas vorschreiben. Deswegen weiß ich, dass du ein Loser bist. Hast du gehört? Ja. Und daher, wenn ihr auch solche Kollegen habt oder solche Freunde habt, dann sagt mir, dann schreibt mir das einfach unten in die Kommentare. Und vor allem schickt dieses Video, was ihr wahrscheinlich dann sehen werdet, schickt das Video einfach an deren Kollegen, dass sie immer an dem Livestream dabei sein können. Und das unterstützt mich total. Wahrscheinlich, was ich hoffe,
Vielleicht werden sie auch ein Abo da lassen. Das freut mich, das unterstützt mich sehr. Und das war's eigentlich auch schon mit dem kurzen und knappen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, dann wisst ihr, glaube ich, was ihr zu tun habt. Und ich kann auf jeden Fall Motorrad fahren. Also Leute, habt immer noch einen richtig geilen, schönen Tag. Peace.